Bei diesem Lamborghini Miura Roadster P400 handelt es sich um eines der wenigen One-Off-Fahrzeuge der Welt. Ende 1968 wurde der Miura Roadster auf der Automobilmesse in Brüssel vorgestellt. Dieser Roadster war weit mehr als nur ein aufgeschnittenes Coupé. Das konnte gar nicht anders sein. Das Fahrzeug wäre aufgrund mangelhafter Steifigkeit absolut unfahrbar. Aus diesem Grund verstärkte Bertone das Chassis beträchtlich und integrierte einen sehr robusten Überrollbügel in die Struktur. Neben der Steifigkeit des Aufbaus musste der geänderte Entwurf auch in Sachen Aerodynamik und Ästhetik überzeugen. Der Überrollbügel wurde also 30 mm flacher ausgeführt und das gesamte Wagenheck neu gestaltet. Die Lufteinlässe wurden verbreitert. In den Heckabschluss wurde eine Spoilerlippe integriert und die Kotflügel wurden umgestaltet. Im Heck wirkt ein Vierzylinder V12-Motor mit einer Leistung von ca. 360 PS. Dies bringt diesen Supersportler auf eine Höchstgeschwindigkeit von fast 260 km pro Stunde. Auf jeder Bank versorgen 6 Weber Doppelvergaser die Zylinder mit Kraftstoff. Von 0 auf 100 km pro Stunde beschleunigt dieses Kraftpaket in 6,2 Sekunden. Aber nicht nur der Mittelmotor sorgt für die stabile Straßenlage. Auch die unabhängige Radaufhängung an doppelten Querlenkern mit Schraubenfedern und hydraulischen Stoßdämpfern an der Vorder- und Hinterachse sorgen für eine hohe Kurvenstabilität. Für den sicheren Stillstand zeichnen sich Scheibenbremsen an allen 4 Rädern verantwortlich. Auf Türöffner von außen, Seitenscheiben und das Dach wurde verzichtet. Am Türrahmen sind die Luftleitkiemen aus gegossenem Aluminium. Der Lufteinlass ist mit einer kantigen Sicke versehen und läuft fließend in die runde Form der Heckklappe über. Eine weitere Besonderheit zeigt sich im Innenraum. Die Schaltknöpfe, die sich beim geschlossenen Miura an der Decke befanden, wurden in die Mittelkonsole integriert. Wie es sich für ein Showcar gehört, wurde der Roadster mit einer sehr auffälligen hellblauen Metallicfarbe lackiert und innen mit weißem Leder ausgekleidet. Ende 1968 ging das Fahrzeug in den Besitz der Firma Let's Think Research Organization über. Der Wagen wurde als Showcar genutzt und die Teile wurden aus Zinkgusslegierung gefertigt. Dazu kam eine dunkelgrüne Lackierung und viel Chrom an den Anbauteilen. Erst vor wenigen Jahren wurde dieser One-Off-Prototyp in seinen Originalzustand, wie er hier zu sehen ist, zurückversetzt. Zur Serienproduktion dieses Roadsters kam es nie. So bleibt dieser hier gezeigte Miura ein Einzelkind, das nur bei schönem Wetter ausgefahren wird. Denn die Möglichkeit zum Verschließen des Daches gibt es nicht.